So, Leute. Wow. Gas. So, Granate. Kleinen Drecksviecher. Die laufen hier eine Runde. Okay. Ich würde sie gern so zusammen alle kriegen. Nervös, die Jungs. Ah, ich bin nicht so der Granatentyp, das merke ich. Warum schmeißen der die jetzt noch da? Hä? Die Granate zeigt ja doch an nach hier. Oder? Irgendwie passiert da nichts mit den Granaten. Irgendwie sind die Granaten nicht so das, was ich mir vorstelle. Ja, guck's dir an! Nee, klappt irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. So, der Revolver, ja, der ist eigentlich ein guter. HPS. Oh, fuck. Okay, wir lassen das mit den Granaten. Das klappt irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Die Pistole ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Die hat einen Schalldämpfer drauf, ne? Irgendwie klappt das nicht so. Ich glaube, bei den Schweren ist das schwerer. Aber sie ist eigentlich ganz gut für so andere Angriffe. Oder habe ich jetzt die falsche? Ja, ich meine. Muss mal was gucken. Pistole. Vielleicht tut der Schalldämpfer halt auch die Wirkung ein bisschen reduzieren. Aber die ist ziemlich leise. Also könnte man die halt auch zukünftig holen. Okay. Da wird man schon mal was machen.
Waffe wechseln, so. Wow, ich habe ja die Flinte wenig Munition. Sehr wenig sogar. Interessant. Anscheinend hat die Granate doch gewirkt und ich habe dich mitgekriegt. Doch, anscheinend hat sie doch gewirkt. Apropos gewirkt. Nebenmission. MF8 habe ich noch drin? Hä? Ah, ohne Rastenruhm, das ist es. Fehlt noch einer. Okay. Nee, scheint hat die Granate doch irgendwie gewirkt. Okay, ja, wir sind ja hier an unserem Punkt. Deswegen ist das kein Problem. Deswegen ist das kein Problem. Ich meine, warum soll ich jetzt hier unnötig Ressourcen verschwenden? Heilung oder so. Ist da noch einer? Ja, diese kleinen Drecksviecher. Da ist noch was. Also, diese Viecher machen mir echt, das sind echt zur Hölle. Diese Viecher machen mir echt das Leben zur Hölle. Ah, ich habe mich noch erkundigt mit diesen Türmen. Also, es bringt nichts. Es ist einfach, ja, es sind Türme. Mehr kann man dazu nicht sagen. So, habe ich eigentlich hier mich schon mit meinem Inventar beschäftigt? Ist jetzt ein bisschen her. Kann sein. Dann wir gleich noch mal kurz machen, dann mache ich ganz kurz einen Cut und dann, ja. Ich sag dir, hier in so einer Kirche oder so bist du eigentlich relativ safe. Wo waren jetzt meine Kiste? Ah, hier. Ah, warte, erst gucke ich mal, was oben noch ist. Ganz kurz hier was gucken. Ist okay. Ich habe das Audio wirklich leise und es hämmert immer noch wie verrückt. Wahnsinn. Ne, da oben war eigentlich nichts mehr. Aber ich höre, dass da unten irgendwie wieder Rambazamba ist. Okay, Kiste. Haben wir irgendwas hier? Ja, die Granate hat doch irgendwas bewirkt. Ich lasse mal die Notfacke drin, weil du kannst damit Gegner ablenken. Das habe ich jetzt auch aus einer Rauchgranate. Ja, kann man auch mal drin lassen. Schalldämpfer für Gewehre. Ja, komm mal rüber. Wir haben die Macken. Ah, ja, die Macken eigentlich ganz cool. Die ist leise. Damit können wir eigentlich richtig viel machen. Vom Schuss her ist das auch okay. Die Granaten, wir werden sie einfach mal verbollern und dann gucken wir weiter. So, aber was wir jetzt weiter gucken ist, wie gehen wir weiter vor? Ich bin am überlegen, hier das zu machen. Dann muss ich das hier aber aktivieren. Absturz. Aber ich gucke erstmal hier. Kleidung, 2 Stück. Das ist schon mal gut, weil dann kann man nämlich hier was machen. Oben ist eine Nähmaschine. So, wir haben die Schleichschuhe. Sicht, wo haben wir die Sicht? Tarnung ist das, genau.
Da würde ich sagen, machen wir die Schleichschuhe haben wir, dann machen wir die Tarnhose. Ich müsste auch mal ganz kurz gucken bei mir, was die Hose hat. Hose. Ich benutze. Welche Hose benutze ich eigentlich wieder? Die Tarnhose. Dann würde ich nämlich die benutzen. Wenn das geht. Ich weiß es halt nicht. So, Tarnhose. Können wir kaufen. So, dann mache ich das jetzt mal mit euch. Ich finde sowas, das ist sowas wichtig. Ich werde auch später auch Klamotten machen für Schusswiderstand und so. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, halt auch ein bisschen unsichtbar. Wo haben wir die Tarnhose? Hier. Pläne anzeigen, Tarnhose. Ja. Hier sieht man es, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob sich da was getan hat. Das müsste sich ja jetzt getan haben. Profil. 6-6. Ja. Und genauso läuft das. Genauso läuft das. Ich weiß es ungefähr, wie das läuft. Also du kannst dich einfach so zack, zack und dann... Also unten, das ist immer wichtig, nicht oben. Munition, ne, da ist leider noch nichts. Das ist echt... Also ich muss sagen, das ist echt so meine Lieblingswaffe, die hier. Die vier finde ich auch mittlerweile cool. Aber wie gesagt, auf kurze Entfernung, weil wenn du da von weiter Entfernung, dann geht sie so. Und bringt ja gar nichts. So, apropos bringt gar nichts. Absturzstelle, das war glaube ich hier. Das war sie, genau. Und die werden wir jetzt angehen. Und die Absturzstelle ist hier hinten. 6 Geräuschreduktion, 6 Sichtreduktion. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, wie gesagt, mit dieser einen Basis. Man kommt da irgendwo rein. Das habe ich jetzt auch mitbekommen. Mir mal angeguckt. Aber es ist komplett unnötig eigentlich. Und man sollte immer gucken, dass man so Gras läuft. Das gibt dann auch nochmal eine extra Sichtreduktion. Ja, mit den großen kannst du dich erst später anwenden. Da brauchst du spezielle Waffen halt auch so. Und wie gesagt, die Leuchtfackeln und diese Feuerwerksraketen, also Feuerwerksraketen und Feuerwerkswerfer, sind dazu da, um Gegner abzulenken. Das ist halt auch gar nicht so schlecht. Oh, Moment mal, warum? Das ist nicht das Gebiet hier, bitte nicht. Nee, okay. Noch hier. Und die Hauptstory ist, wenn man das so sagen kann, ist halt, dass die Bunker finden und das war's dann. Ja. Bringe den Hunter zur Strecke. Wieder mal. Sowas, okay. Ja, dann wollen wir doch mal was versuchen. Und zwar, nee. Jetzt will ich echt mal gucken, ob das wirklich geht. Weil wenn ja, werden wir ein bisschen das so Platz zuweisen. Du hast mich schon gesehen? Echt? Ich glaube, du hast mich gesehen. Naja, da gehen wir nochmal hin. Ich schleich mich an den ran. Bitte seid jetzt nicht wieder hier.
Sniper schon da? Das, nee. Warum wird das mir jetzt hier schon angezeigt? Du gehst jetzt aber nicht dahin, wo ich hin muss, oder? Nee. Oh, shit. Wer ist da jetzt hier? Okay, lauf erstmal hier rum. Jetzt haben wir richtig Ärger. Lauf! Oh, shit! Scheiße! Das kann auch so! Der, das Problem ist, der läuft nicht, dem Fit. Der, warum ist der nicht gelaufen? Ich habe gedrückt wie verrückt. Oh, und dann habe ich noch den schweren Bunker da hinten. Nee, das ist mir eine Nummer zu heikel. Moment mal, wenn die hier sind. Kann ich sie auch genauso gut hierher locken, oder? Dann kann ich sie doch auch hierher locken. Sag ich doch. Guck ich sie hierher. Wenn die mir hier schon auf den Sack gehen. Ja, komm. Oh shit. Ah, dammit. Ja, ich bin ja hier am Punkt. Warum soll ich jetzt hier... Und her.
Oh, ich habe hier eine Kiste. Munition. Boah, die geht ganz schön. Die weiß ich gar nicht. Wow, fuck. Ach, so viel zu meinem Plan mal wieder. Wow, fuck. Oh toll, du blockierst mich jetzt hier. Ah, das ist unschön. Das ist unschön. Was war denn das? Alter, die stehen auch immer wieder zu hinten unter der Hauswand. Das ist so mies. Ich wusste es nicht. Du musst da echt drauf achten, ne? Die bleiben dann einfach da hinten an der Hauswand stehen. Mal wieder richtig typisch, Alter. Ich habe mal wieder richtig ins Fettnäpfchen getroffen. Wie sind denn die jetzt hinterhergekommen, ey? Scheißkerl. Ist jetzt hier mal Ruhe?
wow, 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 die hat gesessen. Alter! Ich hoffe, dass ich den Bug da jetzt rauskriege, weil der Bug da drin. Naja, krieg ihn nicht raus. Alter, was frisst denn du da? Hab ich da die falsche Schrot? Ja. Ja, der Bug da drin. Der Bug da drin. Ja. Das ist alles nicht so geplant, wie ich das gerne gehabt hätte. Absolut nicht. Aber dass der jetzt da drin backt, ist natürlich ätzend. Ja, der backt jetzt da drin, jetzt komme ich da nicht rein. Apropos, war ich hier schon drin? Nö, war ich da nicht. Ich wollte eigentlich jetzt die Absturzstelle machen. Gucken, dass wir das noch irgendwie schnell hinkriegen. Kurz was gucken, Inventar, was haben wir drin, einfach ich irgendein größeres Medikit, ja, benutzen. Das andere gibt, wie viel gibt's denn du? Oh, du gehst 50, das ist schon mal gut. Ne, wenn man nachher neu ladet, ist er wohl weg. So, was haben wir hier? Feuerwerkskörper kann raus. Notsignal bleibt drin, kann drin bleiben. Na, wirklich was getroppt haben sie ja nicht. So, jetzt würde ich halt gerne meine Abschlussstelle machen. Mal gucken, was mir als nächstes in die Quere kommt. Oh, da war ich auch noch nicht. So, wo ist denn der Kollege da vorne? Ja, wegen dir bin ich diese Idioten da reingerauscht.
Die Füßgeräusche sind weg, ja. Ey, ich habe hier echt ein paar üble Bugs dran, ne, manchmal in dem Spiel. Weil man hört jetzt echt nicht, wie er läuft. Ne. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Die Absturzstelle ist... War hier unten, ne? Ja, jetzt hört man es wieder. Ja, ich habe so das Gefühl, dass an manchen Stellen das Spiel dann da ein bisschen Probleme hat. Wie jetzt? So. Oh, das scheint echt zu klappen. Wer hätte das denn bitte gedacht? Okay, ich bin von den Leuchtfackeln begeistert. Das klappt. Der Tipp war richtig gut. Okay, die Leuchtfackeln werden wir dann doch in Zukunft behalten. Und die werden wir halt auch in Zukunft mitnehmen. Untersuche das Cockpit. Ja, würde ich gerne. Am Tag der Katastrophe. Mission abgeschlossen. Jetzt würde ich gerne da noch rein und... Oh, wir haben eine Waffe bekommen. Was Nettes? Nicht wirklich. Ich glaube. Moment mal, habe ich die Glaube dabei? Ne, ich habe die Möller dabei. Die Glaube. Was für eine Glock habe ich? Eine Dreier oder eine Zweier? Weiß ich jetzt gar nicht. Schaden. Die Handhabung von der Möller ist gut, ja. Auf jeden Fall. Müsste ich mal gucken, was ich da für eine habe. Okay, also ja, es geht. Geheime Fracht. Wo wäre denn das? Hier hinten. Wir hätten da einen Punkt. Schnitzeljagd wäre eigentlich auch so ein Ding. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Runde die Schnitzeljagd, oder? Mal gucken. Die Schnitzeljagd müsste hier unten sein, ja. Und da ist die Aufgabe bei der Schnitzeljagd.
Zerstöre den Hunter. Ja, dann werden wir das als nächstes tun. Ja, man lernt halt immer zu dem Spiel hinzu. Wie kann man welche Gegner killen und so. Und das mit der Fackel scheint echt zu klappen. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Repertoire. Fackel. Wir haben eine gekriegt. Ja, dann werden wir die in Zukunft, wenn wir einen Platz auf jeden Fall für die Fackel machen. Ja. So, die Waffe hier ist optimal, um das zu machen. Ich mache jetzt mal aber eine Schnellreise. Ich werde die Waffe wieder wechseln. Die Waffe zieht mir von der Entfernung her zu sehr. Wir werden hier den Unterschlupf holen, die Schnellreise. Ich werde die Waffe hier wieder wechseln. Ich weiß noch nicht welche. Vielleicht hole ich die 5er mal. Aber eins ist klar, die Waffe werde ich jetzt wieder wechseln. Im Moment, erst bevor ich das mache, die ganzen Aufsätze wieder ab. Was man nicht braucht. Waffe, wo haben wir sie? Sie ist gut, aber ohne den Skillbaum bringt mir diese Waffe gar nichts. Weil man hat gesehen, die geht direkt immer wieder schneller Schuss. Dann könnte ich die 5er nehmen vielleicht. Okay, machen wir erstmal weg. Munition ist zwar ganz nett, aber mir bringt die Waffe erstmal nichts. 7,62 Munition hat die. Dann machen wir es ja hier rein. Ah, wir können gerade was gucken bei. Ja, die Klau, die hier rüber. Und dann würde ich wirklich sagen, dann machen wir mal die Möller. Das ist ein extra Magazin nur für die Möller, glaube ich. Was gucken, Schalldämpfer für Pistolen, Schalldämpfer. Habe ich Schalldämpfer für Pistolen noch? Müsste ich da noch einiges haben, oder? Gewehre, Schalldämpfer für Pistolen, nee. Warte kurz zurück. Dann würde ich nämlich nochmal die Möller Schalldämpfer raus. Ja. Würde ich nämlich die nochmal holen. So, die Möller kommt dann hier wieder zurück. Hallo? Ach, die Aufnahme läuft hier noch. Okay, Leute, ich würde sagen, aber das war's in dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann machen wir die, ich würde sagen, die anderen zwei Nebenmissionen. Bis dann.